Liebe Leute, ich bin die Lucida und begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge Space Haven. Letztes Mal haben wir in einem verlassenen Schiff ein neues Datenlog gefunden. Ich habe es gesehen, aber ich habe vergessen, das anzuschauen. Oh, wir haben sogar schon zwei Datenlogs gefunden. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal eben an. Log-Eintrag Nummer 3. Mutigen Schrittes. Ach, das ist alles das Gleiche. Call me crazy. Ach so, ich dachte, das sind Datenlogs, die wir finden irgendwo und wo es dann um das Schiff geht, das aufgegeben wurde. Aber gut, anscheinend ist es unser eigenes hier und ich betrachte hier, ich schreibe hier selbst. Na gut, okay. Wisst ihr Bescheid. Ich denke nach wie vor, Chang ist zu, keine Ahnung, vorsichtig. Das trifft es wohl am besten. Wahrscheinlich wäre er erst dann zufrieden, wenn wir den Frachtraum bis oben hin mit allem, was wir in die Finger bekommen können, vollgestopft haben. Und selbst dann würde er sich wahrscheinlich noch Sorgen machen. Ich habe ihm gesagt, je länger wir an einem und demselben Ort bleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes ebenfalls dort ankommt. Und es gibt keine Garantie, dass dieser jemand uns freundlich gesonnen ist. Je schneller wir uns fortbewegen, desto sicherer sind wir. Er meinte, alle Sicherheit der Welt werde uns nichts nützen, sollten uns die Energiestäbe ausgeben. Ja. Ich fragte ihn, wie viele wir noch haben. 15, meinte er. Das ist reichlich, also mache ich mir keine Sorgen. Ja, wir haben sogar 20. Seine Chance bekam Chang dennoch. Wir legten einen Zwischenstopp ein und errichteten eine Messstation. Und er persönlich baute Ressourcen aus jedem Felsen ab, den die Kapseln erreichen konnten. Er beschwert sich zwar immer noch, aber was soll's. Wir werden ein Weilchen hier sein, während das Teleskop seine Arbeit verrichtet. Bevor es damit fertig ist, können wir wahrscheinlich das komplette System leerräumen. Allerdings hoffe ich, dass das Ganze nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich gebe zu, einer der Gründe, warum ich so aufs Tempo drücke, ist der, dass ich mit der Besatzung in die Geschichtsbücher eingehen will. Als diejenigen, die Eden gefunden haben. Zweitplatzierte werden in Geschichtsbüchern nicht erwähnt. Ich will dort als Erster ankommen. Ach Gott, ich bitte dich. Wenn du tot bist, kommst du auch nicht an. Allerdings bereitet mir Blondie nach wie vor Kummer. Blondie. Er verursacht Spannung, indem er ständig über die Bilanz des menschlichen Tuns schwadroniert und darüber klagt, dass wir der Grund für ein Massensterben gewesen seien. Laut ihm haben wir kein Recht, diesen nun auch noch einem zweiten Planeten anzutun. Braun meinte, dass wir kein Recht hätten, Millionen von Menschen sterben zu lassen. Ich kann schon absehen, dass sich dies noch zu einem Problem entwickeln wird. Und das Schlimmste daran ist, dass ich absolut nichts zu dessen Lösung beitragen kann, da ich voll und ganz hinter einer der Meinungen stehe. An Bord gibt es niemanden, der als neutrale, vermittelte Kraft fungieren könnte. Nur vier, die darauf aus sind, ihn zu finden und einer, der sich gegen dieses Vorhaben stemmt. Am Ende habe ich Blondie gesagt, dass er sich einfach mit dem Unausweichlichen abfinden muss. Irgendjemand wird der Erste sein, der den verdammten Planeten findet, sage ich zu ihm. Also warum sollten das nicht wir sein? Er ist jetzt wieder in seiner Koje und liest. Hoffe ich beruhigt ihn das ein wenig. Gut, jetzt müssen wir eigentlich noch den vierten Eintrag lesen. Na komm, machen wir das. Das ist schon ganz schön viel, immer. Log-Eintrag Nummer 4. Land in Sicht. Dank des Teleskops haben wir einen guten Kandidaten ausgemacht. Zumindest stimmen Masse, Umlauf, Bahnradius und atmosphärische Zusammensetzung. Er ist ziemlich weit weg, ganz am Rande der Reichweite des Teleskops, aber wir könnten es schaffen. Koordinaten im Anhang. Ich habe die Jungs angewiesen, einen kompletten Systemcheck durchzuführen, um sicherzustellen, dass für eine längere interstellare Sprungsequenz auch alles in bester Ordnung ist. 10 Minuten später kommt es zum Streit zwischen Blondie und Chang. Und Blondie knockt ihn eiskalt aus. Während Chefkoch sich um Changs Wehwehchen kümmerte, habe ich Blondie in seine Kabine gesperrt. Er ist immer noch dort, schmollt und liest wieder in seinem verdammten Buch. Ich habe Chang gefragt, wie es zu der Auseinandersetzung kam. Er murmelte irgendwas vom Bestandsbericht, aber er ist momentan absolut zugedröhnt und Chefkoch meinte, er habe eine fiese Gehirnerschütterung. Kann gut sein, dass er sich nicht mehr daran erinnert. Ich sollte wohl besser mal nach Blondie sehen und ihn fragen, was er zu sagen hat. Wünscht mir Glück. Pause. Fortsetzung. Wie erwartet habe ich von Blondie einiges zu hören bekommen. Er kann es einfach nicht gut sein lassen. Schimpfte wütend herum und knallte mir irgendwas Wirres über das Gift Eden und einen großen Schritt zurück an den Kopf. Ich dachte schon, er würde mir tatsächlich auch noch eine verpassen. Deswegen, naja, er ist immer noch in seine Kabine gesperrt. Und das bleibt er auch zumindest so lange, bis Chang wieder auf den Beinen ist und wir seine Version der Geschichte zu hören bekommen haben. Ich habe Braun gefragt, wie es um unser Inventar steht. Er sah im Rechner auf der Brücke nach und meinte, dass es uns an nichts fehlt. Ein paar Energiestäbe mehr könnten zwar nicht schaden, aber in diesem System gibt es keine Kristalle mehr. Und das Teleskop hat uns gezeigt, dass in der Nähe unseres Ziels reichlich Kristalle vorhanden sein sollten. Wir stehen so kurz davor, ich kann es förmlich schmecken. Eden, er ist da draußen und wir werden ihn finden. Nur 3 Sprünge, 3 Tage. Uns erwartet Großes, das weiß ich einfach. Okay, gut, jetzt wissen wir das. Und wir können hier weitermachen. Ich habe mir nämlich gedacht, wir haben ja zuletzt hier diese Pulte bauen wollen und das ist auch wirklich wichtig. Also das sollten wir dringend machen, bevor der nächste Pirat kommt, dass hier dann diese Pulte endlich stehen. Und
Also wir brauchen Platz für den Hyperraumantrieb, der hier noch reingehört. Und ich denke mir, wir erweitern dieses blöde Ding einfach, oder? Wir können das einfach erweitern. Wir haben noch ein paar Höhlenblöcke. Machen wir das einfach. Wobei wir den hier dann wieder abbauen müssen, kurz. Nein, den machen wir nicht. Wir machen das so. Wir erweitern das erst hier. So. Kostet 2,7 Blöcke. Machen wir das so. Eintreffendes Schiff. Gut. Das sollen die jetzt machen. Und sobald es gemacht ist, können wir da einen neuen Hyperraumantrieb draufbauen. Und sobald der gebaut ist, reißen wir den wieder ab. Können hier noch erweitern. Und dann haben wir zwei nebeneinander. Und dann haben wir hier auch genug Platz. Und wir können hier die beiden Pulte schon mal aufstellen. Das ist wirklich wichtig. Also Sicherheit immer zuerst. Schildkontrollpult. Ja, hier kann man das hinmachen. Ich würde sagen, wir drehen das mal so um. Ja, das ist vielleicht die gemütlichere Atmosphäre. Ja, so muss er das machen. Schildkontrollpult und was haben wir da noch? Waffensteuerpult, auch sehr schön. Ja, da haben wir doch schon eine richtig schöne Brücke hier zusammengebaut. Gut. Ressourcen reichen nicht aus. Was brauchen wir da? Infrablöcke haben wir wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Gut, wir haben jetzt aber auch viele ausgegeben in letzter Zeit. Ja. Und ich überlege gerade mal wieder. Hier kommt eine Mauer hin, also eine Wand. Ob wir die nicht einfach hier weiter durchziehen? Achso, ja doch, könnten wir eigentlich machen. Dann könnten wir hier einen großen Raum nur für den Hyperantrieb erstellen. Und den hier trennen wir dann ab davon. Ich würde fast sagen, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, was machen wir jetzt hier mit diesen Infrablöcken? Leute, macht mal hin, bitte. Die bekommen wir von dem Teil hier. Wiederaufbereiter. Macht der irgendwas mal? Oder? Wir haben nämlich noch Infraschrott jede Menge. Also wir können das umwandeln. Aber es muss halt jemand machen. Und die sind gerade alle sehr beschäftigt. Der eine baut hier die Hülle, die anderen, ja, die sind hier unterwegs, bauen das Schiff ab. Das ist in ihrer Freizeit. Also Leute, ich muss es mal wieder sagen, dieses Spiel macht einfach Spaß. Es funktioniert einfach toll hier, wie die Leute in ihre Arbeitsorte gehen, hier selbstständig das Schiff auseinandernehmen. Ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr zugucken eigentlich. Also wie die hier einfach durchlaufen und... Ach, jetzt räumt er ein. Ah, ist das Schiff jetzt eigentlich voll hier? Kann man das irgendwo sehen? Dass es geladen hat? Ah ja, ah ja. Ah, da kommen unsere Infrablöcke. Sogar ein bisschen Obst haben sie aus dem Schiff rausgefischt. Ja, ist einfach toll, wie die hier durchlaufen und nach einfach alles abbauen, wegscannen. Ganze Türen fallen raus. Hier kann man das ja gut sehen. Das Schiff haben wir komplett auseinandergenommen. Da ist. Ah, hier ist ja noch was. Kein Strom. Na, also abbauen kann man es wohl nicht. Also, ja, niedrig. Na gut, aber ich weiß nicht, warum sie das nicht abgebaut hat. Man sieht, sonst ist da eigentlich nichts mehr übrig. Sogar die Wände haben sie weggemacht. Oh Mann. Ja, ist echt nur noch Schrott übrig. Ja, wunderbar. Ah, hier entsteht unser Hyperraum aus Dings hier hinten, Auswuchs. Ein Schiff ist eingetreten. Ja, sagen wir mal hier hohe Priorität. Dann haben wir das Schild jedenfalls schon mal da. Das kann sich irgendwie aufladen wahrscheinlich. Ach Leute, ich mag hier mein Schiff. Das sieht toll aus. Mir gefällt es gut. Oh. Aber wir müssen uns vielleicht mal wieder um den Raum kümmern. Das sieht ja unmöglich aus. Genau, Aussehen des Raums ändern. Irre. Sehr, sehr technisch. Mal das lieber technisch. So. Ah ja. Hier sehen wir jetzt, glaube ich, hier sehen wir jetzt die Rückseite von diesem Ding hier, glaube ich.
Ja, na gut. Ach, das macht einfach Spaß, wirklich. Da, unser Steuerpult. Ausgezeichnet. Oh, cool, wir haben drei Menschenfleisch. Oh mein Gott. So, also, kann man jetzt hier irgendwas machen? Verrichtungen. Dient der Steuerung der Schutzschildsysteme des Schiffes. Ich nehme an. Ah ja, das lädt sich auf. Oh, wir sind gerettet. Okay. Gut, also ich weiß nicht, ich will mich nicht zu früh freuen. Ich denke mal, dass es ein sehr schwacher Schild ist. Vielleicht kann man den irgendwie noch upgraden oder irgendwas. Zustand ist gut. Oh Mann, wir sind viel zu fett. Theoretisch müsste aber auch was bringen, Schrott umzuwandeln in besseres Zeug. Oh Mann, das war nicht ganz so schnell. Dadurch müsste man eigentlich Platz gewinnen oder sowas. Müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen, wie das hier aussieht, ob das abnimmt oder zunimmt. Und ich weiß auch nicht, was das bringt hier. Einstellungen. Ah, okay. Okay, hier können wir Besatzungsmitglieder anzeigen. Na gut, oh, was ist hier los? Oh Junge, was machst du wieder? Hast kein Sauerstoff mehr, du Heini. Ach, nicht, dass du. Ungünstige Umweltbedingungen, okay. Ich muss so besser aufpassen. Okay, jetzt geht's wieder. Ups, das wollte ich nicht. Da sind wir doch. Na gut. Also ich fürchte, dass unser Schild zwar sieht ja eigentlich ganz nett aus, wir sind jetzt voll vollgeladen, aber ich denke mal trotzdem, dass es nicht so viel bringen wird. Ein so ein Schildgenerator wird uns sicher zu einem Superschiff machen. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Aber gut, wir werden sehen. Verfügbare Ressourcen reichen nicht aus. Ich bitte dich inständig, was ist denn los? Da wollte ich mal kurz gucken, was reicht denn nicht? Weiß man nicht genau. Hä? Also hiervon haben wir jedenfalls genug. Achso, ja. Weichschrott. Was reicht dir denn nicht? Okay, hiervon haben wir nicht genug. Ja, dann lass es doch. Energieschrott baut Infra. Oh. Ach so. Energieschrott baut auch Infrablöcke. Okay, na gut. Ja gut, was wir nicht haben, kann man nicht bauen, würde ich sagen. Da kann man nichts ändern. Dann lass es. Bitte. Mach was anderes. Nehmen wir das mal raus. Nehmen wir auch den Weichschrott mal raus. Das brauchen wir jetzt gerade echt nicht. Was haben wir hier? Hüllenschrott. Und Techschrott. Ja, die Sachen sollen sie auf jeden Fall mal bauen. Das ist wahrscheinlich wichtig. Oh, haben wir auch nicht. Kein Techschrott mehr. Ach, das. Da kommt auch hier. Kommen auch Infrablöcke raus. Ja, gut, ist ja schön. Dann bekommen wir ganz viele Infrablöcke. Okay, also. Hier ist die Hülle fertig. Wie sieht's aus? Wir haben noch drei Hüllenblöcke. So viel ist das nicht. Dann stellen wir jetzt hier noch so einen Überraumantrieb hin. Oh. Oh. Ah, oh. Achso, alle. Okay. Na gut, okay. Hyperraumantrieb. Hyperantrieb. Zwei Infrablöcke und ein. Was ist das? Techblock? Hüllenblock? Fehlt. Ah, okay. Ja. Kann man nichts machen, ne? Ist halt so. Och, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das passt da nicht rein. Das ist asymmetrisch. Mist. Ach, ist das ärgerlich. Na gut, kann man nichts ändern. Sieht aber eigentlich auch so ganz schick aus. Ich glaube fast, ich könnte mir vorstellen, wir bauen das Ding einfach komplett wieder ab. Vielleicht brauchen wir den eigentlich gar nicht. Massen. Ach so. Massenkapazität 1600. Ach so, da stand ja auch irgendwas. Erhöhen die maximal zulässige Schiffsmasse. Ah. Das heißt, je mehr wir wiegen, je mehr Übergewicht wir haben, desto mehr von diesem Hypertreibstoff verbrauchen wir. Von daher wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir zwei haben. Aber das wird man dann gleich sehen, wenn das Ding fertig ist. Ob sich das ändert.
3,2. Müssen wir uns mal merken, bis das hier fertig ist. Ach Gott, Leute. Ich finde das Spiel toll. Es macht einfach großen Spaß. So. Strom sieht gut aus. Unzureichende Sauerstoff. Ach Mensch, Leute, kommt doch bitte klar. Das ist aber auch ein Draufgänger immer. Dass der auch immer noch kurz noch schnell noch hier noch was machen muss, da noch was machen muss und dann ist auf einmal der Sauerstoff wieder knapp. Ihr seid Trottel. Also, ja. Du bist ein Trottel. Kein Strom. Tja, da baut er. Ist jetzt ganz, ganz alleine unterwegs. Ah, es ist einfach toll. Ich könnte hier einfach ewig zugucken, wie sie alles auseinandernehmen und Sachen für uns mitbringen. Nimm alles immer schön mit, Freund. Energiestäbe, sehr gut. Gut, also dann gucken wir mal ein bisschen wieder zurück auf unser Schiff, was da so abgeht. Die sind schwer beschäftigt. Ja, wollt ihr keine Infrablöcke bauen? Das ist auch unglaublich. Irgendwie haben wir immer den Mangel daran. Moment mal. Moment mal. Ich überlege jetzt gerade, ob wir die nicht beide näher zusammenpacken können. Eigentlich würde es passen. Wir haben hier diesen Schiffsrumpf hier. Und wenn wir da hinten zwei ranpacken, dann würde es eigentlich ganz gut passen. Aber ich würde fast sagen, dann setzen wir den hier ein bisschen weiter nach links. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass es asymmetrisch ist. Und den hier würden wir dann noch... Wobei es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Eigentlich passt es. Gut, dann bewegen wir den einfach eins weiter rüber. So. Genau. Ja, da können die Kollegen hier schon anfangen, wieder eine Mauer zu bauen. Um das hier abzugrenzen. Ja, dunkel ist es. Tut mir leid, aber das wollen wir auch noch ändern. Irks. Ja, ich denke, wir bauen die Mauer gleich hier. Oder brauchen wir irgendwann später noch irgendwas, was in die Brücke rein soll? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal eben. Also ich glaube nicht, hier haben wir das ganze Zeug. Ja, können wir eigentlich hier tatsächlich direkt die Mauer ranziehen. So. Den Kollegen hier werden wir abbauen müssen. Ich denke, wir machen das zu so einem Unterflur-Stromknoten. Setzen wir den mal dahin. Da müsste es noch passen. Der Hyperraumantrieb kommt ja ein Stück weiter darüber. Ach Mann, jetzt schlafen die wieder, oder was? Ach. Die sollen meine Infrablöcke bauen. Wieso kann das Ding nicht mal einfach ein bisschen durchlaufen hier? Tja. Inventar. Da steht, wie viel er hat. Ach, schneller mal machen hier. Vielleicht sagt bei dem Ding einfach eine höhere Priorität zuweisen. Am niedrigsten. Machen wir das mal einfach auf hoch. Mal gucken, ob sich dann was ändert. Also es ist ja nicht so, als würden die Däumchen drehen hier die ganze Zeit. Die haben auch immer was zu tun. So ist es ja nicht. Oh, das Ding muss dann natürlich auch woanders hin. Das ist unser Zusammenfüger. Den könnten wir... Hier passt es... Ja gut, hier passt es vielleicht eigentlich auch. Was haben wir hier? Höhlenstabilisierer. Ja gut, wir haben hier Waffensysteme, Höhlenstabilisierung, also Verteidigung und Angriff. Sagen wir Rumpfintegrität. Und wir haben hier aber auch so ein
Zusammenfüger, so ein Gerät, was Neues erstellt. Und das hier ist auch ein Gerät, was Neues erstellt. Theoretisch ist es nicht ganz thematisch passend zueinander, aber wir können es trotzdem damit reinstellen, denke ich. Ach, jetzt machen sie erst die Mauern. Gut, also dann sagen wir ihm, er soll das bewegen. Vielleicht wäre es eigentlich nicht schlecht, so ein Lager auch dort zu haben, wo man eben die Ressourcen braucht. Aber gut, das ist jetzt halt leider so. Müssen sie halt ein bisschen mehr laufen. Gut, setzen wir das Ding mal darüber. Ja. Ah, die Waffensysteme entstehen. Sehr gut. Ah, das ist auch schon fertig ausgezeichnet. Wunderbar. Gut, das packen wir hier ran. Oh, Mist. Könnte sein, dass es nicht darüber reicht, oder? Weiß man nicht. Gut, also das müssen wir auf jeden Fall wieder abreißen dann. Wir wollen auch die Mauer entfernen. So, Waffensystem haben wir jetzt auch ausgezeichnet. Gucken wir uns mal an, wie das Wohlbefinden hier aussieht. Mäßig. Achso, nicht am Stromnetz. Da hinten das Irks. Hier passt, glaube ich, alles. Ja, das könnte man eigentlich noch darüber noch verbinden. Okay, hier fehlt aber natürlich auch noch so ein Teil, ein Stromteil. Ich würde sagen, bauen wir da hinten mal so ein Wandteil hin. Na, bist du da? Ah, ist das schön, wenn so langsam alles besser wird hier. Doch nicht so gut. Vielleicht doch eher sowas hier. Ja, komm, machen wir das mal so. Ja! Achso, ich dachte gerade, ich hätte es wieder abgerissen hier, das Hyperraumantrieb-Ding. Ah, los, Leute, macht jetzt mal hier bitte. Ein Infraschrott. Der macht mal schneller hier. Was ist los für ein Ding? Es hat doch das Zeug im Inventar. Es braucht doch gar nicht mehr, oder? Gucken wir gleich nochmal nach. So, aber erstmal wollen wir das koppeln. So, jetzt haben wir auch hier wieder Strom. Ja, wird ein großer Raum hier. Ein unbehaglicher großer Raum. Also, was ist mit dir denn jetzt schon wieder los? Du bist ein Heini, echt. Der braucht einen Infraschrott. Hat er doch auch. Also wie das Ding so richtig funktioniert, ist mir nicht ganz klar. Er hat das doch auch. Komm, ist jetzt egal. Mach. Hopp. Bau das jetzt, bitte. 0% ausgelastet. Keine Ahnung, warum er nichts macht. Ich würde sagen, wir weisen mal jemanden zu, falls irgendjemanden finden, der das machen würde. Ach, vielleicht weil unsere Crew einfach scheiße ist und das nicht kann. Ist auch gerade keiner so richtig da. Was macht die denn? Ach, die sind jetzt alle da unten unterwegs. Hohe Unfallquote. Warum denn das? Madame, was ist los mit dir? Tollpatsch oder was? Wohlbehagen, sehr schlecht. Raumanzugsmüde, ach jechen. Ja, wie wär's? Gehst du dann nach Hause von mir aus? Die mag halt keine Raumanzüge. Na gut. Ach man, echt. Ihr seid vielleicht Heinis. Tja.
Passiert aber nichts, müssen wir einfach abwarten. Ärgerlich. Aber gut, diejenige, die jetzt hier ist, die müssen eigentlich genug zu tun haben. Ach, die sind alle da drin. Alle in ihren Raumanzügen. Ach, Leute. Von mir aus. Das ist doch unglaublich. Na gut, also wir reißen hier ab. Die Mauer wollen wir auf jeden Fall wegmachen. So. Tja, warum machst du nichts? Willst du nicht auf Play drücken oder was das da irgendwas macht? Blödes Ding. Achso, wahrscheinlich muss einfach irgendjemand daneben stehen, der es macht. Ah, die Faith macht was. Jetzt ist er gerade ausgelastet. Einmal kurz. Gut, na gut, jetzt müssen sie erstmal. Kann nicht schlafen. Och je. Kann nicht schlafen. Ach so, ach Gott, die ist unterwegs. Alle anderen schlafen schon. Ach nee, tun sie gar nicht. Meine Güte. Leute, es ist 11. Geht mal ins Bett. Oh je. Tatkraft. Was heißt denn das? Verspürt leichten Hunger, wach, arbeiten, Raumanzugsmüde. Minus 22. Ich bin wach. Das ist schlecht. Ah ja. Gut, das wird auch schon wieder, oder? Niedriges Wohlbehagen. Oha, was sagt denn eigentlich das Essen hier? Es sieht eigentlich aus, als wäre noch was da. Ja, na gut. Ja, was ist denn jetzt hier mit? Lass mal ein bisschen schneller laufen. Eigentlich gefällt mir mein Schiff ganz gut. Also ich bin normalerweise nicht so talentiert darin, hier Räume aufzubauen und Aufteilung zu machen und sowas, aber hier sieht es doch eigentlich ganz okay aus. Wobei dieser Raum irgendwie blöd aussieht. Das Zeug steht da so mittendrin. Treffen sich an der Jukebox. Oh. Ich glaube, es wird Zeit hier für so ein Arcade-Ding da. Wo war das denn hier? Arcade-Automat. Das haben sie sich, glaube ich, verdient. Wo stellen wir den hin? Hier. Ja, komm. Ihr habt es euch verdient, wirklich. Ja, warum das jetzt hier so wenig wohlbehaglich ist? Ja gut, okay, eigentlich ist es klar, es fehlen ja Wände und Türen und alles. Mist. Na gut, wir haben auch gleich dieses Schiff hier abgebaut, denke ich. Gucken wir mal eben, wie das aussieht hier. Transfer ist eigentlich alles schon weg. Bis auf den Schrott. Den wollen wir aber auch nicht haben. Und hier, ja gut, hier sind sie noch dabei. Infraschrott. Hüllenschrott. Ja, wenn die fertig sind, dann wird auch, glaube ich, alles besser. Dann werden sie sich hier beeilen können. Mal ein bisschen hier mehr im Schiff arbeiten können. Ach, jetzt geht's wieder besser. Wohlbehagen. Schön. Ich glaube, sind die alle hier drin? Na, der nicht. Ach doch, der steckt da unten in dieser Kapsel. Ja gut, die setzen halt ihre Prioritäten. Ist ja auch gut, wenn sie das Zeug alles abbauen. Guck mal ein bisschen zu hier. Einfach alles weggeflext. Cool. Ja, immer her mit den Hüllenblöcken. Ja, und wenn wir das haben, das Schiff hier, dann sollen sie sich mal eine ganze Weile in unserem Schiff aufhalten und dann machen sie mal alles, was liegen geblieben ist, die ganzen Umwandlungen und so weiter. Ich habe ja einfach nichts gemacht, außer Schrott, Schrott, Schrott ranziehen und alles erforschen und sowas. Toll gemacht.
Sehr gut, Infraschrott. Astronautennahrung, wunderbar. Ah, ein Infrablock, sehr gut. Okay, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass das Shuttle auch anscheinend alleine fliegen kann. Es braucht also niemand, der es steuert. Ah, deswegen verstopft auch. Wird ja auch die Schleuse immer wieder verstopft. Also, die werfen das. Shuttle wirft es einfach ab und keiner trägt es weg. Ja, gut, während die da was machen, können wir uns überlegen hier, ob ich das hier nicht noch irgendwie besser platzieren kann hier. Ich finde es einfach blöd, wie das hier in der Mitte steht. Also. Vielleicht wollen wir das mal so hinstellen. Müsste eigentlich auch funktionieren. Die Türen sind frei und dann steht es halt nicht so mitten im Raum. Aha, ich glaube, der hat gerade was gemacht hier. Tja, also tatsächlich macht er von alleine nichts. Oh, so, jetzt müssen wir mal drauf achten hier, wie das aussieht. Wo ging das denn noch? Mist, wo stand das mit dem... mit der Auslastung? Mist. Ah, okay, das Verhältnis hat sich verbessert. Oh, doch nicht. Oh. Okay. Sieht eigentlich eher schlechter aus. Also wir haben jetzt... genug Masse, also wir haben jetzt genug, wir sind jetzt nicht so sehr über dem Gewicht wie bisher, aber das Verhältnis Treibstoff zu Hypersprung ist doch nicht so gut. Oder? Doch, das hat sich verbessert, glaube ich. Doch, das hat sich deutlich verbessert. Also anscheinend, wir können anscheinend mit einem Hypertreibstoff 9 Sprünge durchführen. Eben war es irgendwas mit 3. Das ist natürlich deutlich besser. Gut, trotzdem müssen wir das hier wieder abreißen, um hier die Hülle erweitern zu können und wir bauen das dann einfach ein Stück weiter nach rechts. Ja. Ich denke, das ist der richtige Weg. Dann erklärt sich auch, warum wir mehr von diesen Hyperraum-Sprungteilen brauchen. Na, toll, oder? Hier, mit dem Arcade-Teil. Guckt euch das mal an. Wohlbehagen 15. Ja, so sieht es nämlich aus hier. Ja gut, und den Rest kriegen wir auch noch hin. Ich will heute wieder gar nicht aufhören. Das ist echt krass. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen was an... Infrablöcken, ich würde sagen, wir bauen da gleich auch eine Tür hier hin. So, das wird das Wohlbehagen auch wieder verbessern. Hier müssen wir natürlich auch noch eine Tür hinbauen. Als Durchgang. Hier geht's jetzt nicht. Na gut, dann bauen wir die eben hier hin. Weg damit. Ja, komm. Ich will noch ein bisschen gucken. Und sobald das hier weg ist, können wir hier die Mauer weiterziehen und dann ist auch nicht mehr alles so zusammen. Das wird dann, glaube ich, das Wohlbehagen auf dem gesamten Schiff verbessern. Und wenn wir dann alles geregelt haben hier auf dem Schiff, dann können wir weiterspringen. Und ich habe auch nicht mehr so große Angst vor Piraten. Ist das nicht toll? Ja, liebe Leute, was macht ihr denn? Ach, sie sind am Zocken hier. Schön. Na, das ist doch wirklich toll. So, die Sachen wollen wir natürlich auch gleich weiter verbrauchen. Beziehungsweise, jetzt wollen wir erstmal... Hüllenblöcke. Wird knapp, aber wir gucken mal. Wir müssen erst den Rumpf erweitern. Also wir lassen hier zwei Platz dazwischen, denke ich. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Und dann sind wieder 2 dazwischen. Ja, müssen wir genau hier weitermachen. Ja, passt nicht ganz. Machen wir das so. Ja, dann passt es auch nicht ganz mit den Abständen, aber gut, ist egal. Wir bauen es dann einfach direkt daneben. Wir werden wahrscheinlich sowieso irgendwann noch mehr Hyperraum-Dinger da bauen müssen und dann, ja, wird sich das irgendwann mit der Zeit ergeben, denke ich. Ach, ihr macht das so toll, ich bin so stolz auf euch, wirklich. So, jetzt können wir die Wand weiterziehen. Was haben wir denn hier stehen? Es steht jetzt im Weg irgendwie. Ja, um dieses Ding müssen wir uns kümmern. Eine Werkzeuganlage ist das. Ich denke, dass dieser Raum hier nicht besonders angenehm sein wird, aber wir haben hier Platz und deswegen bewegen wir das hier rüber.
Ja, sobald die weg ist, können wir dann auch diese Tür hier ein Stück weiter nach in diese Richtung, vielleicht gerade hierhin bewegen und dann baue ich hier die Mauer da aus. Kann ich schon mal anfangen. Ich kann heute kaum aufhören, das ist echt krass. Ups, so war das nicht gemeint. So. Stopp, 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 stopp. Da wollte ich doch nicht. So, besser. Ach Gott, es ist toll. Ich freue mich. Ja, wir haben keine Werkzeuganlage, aber du wirst es doch hoffentlich gleich wieder aufbauen. So, ausgezeichnet. Der Rumpf ist fertig. Platzieren wir gerade noch den Hyperraumantrieb hier. Wo bist du denn? Hyperantrieb. Ja, so kann man es für den Anfang machen. Wir können das Ding ja später immer noch ein bisschen umplatzieren. So. Achso, jetzt kann man gerade mal gucken, wie das Verhältnis ist. 2,7. Ja gut, ist deutlich besser. Ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir das gemacht haben mit den zwei Hyperantrieben. Hier wird aber tatsächlich noch ein dritter hinpassen. Dann machen wir das doch gleich so. Machen wir das doch gleich richtig. 4 sind die breit. Bauen wir gleich einen hier direkt an den Rand. Dann haben wir eins da noch Platz. Dann haben wir. Ah, passen. Würde auch so noch passen. Würde eigentlich genau passen. Jetzt haben wir da noch rechts 4 davon frei. Der ganz rechts geht noch eins weiter nach rechts. Ja, ganz, ganz, ganz exakt passt es nicht. Ja gut, dann bauen wir den einfach mal direkt an die Wand ran. So, gut, ist ja egal. Also, liebe Leute, ich muss leider schon wieder aufhören. Die Zeit ist vorbei. Ich freue mich schon auf morgen, wenn wir hier weitermachen können. Ich kann wirklich nur immer wieder betonen, es macht wirklich großen Spaß, dieses Spiel. Und ja, ich freue mich, ich bedanke mich dafür, dass ihr zuschaut. Wünsche euch noch einen schönen Abend und sage mal bis morgen. Macht's gut, eure Lucida.